Ah, da passt auf. Oh, ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch. Oh, Mistviech! Komm her. Kopf, Kopf, wir nehmen den Kampf auf. Kopf, wir nehmen den Kampf. Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Fountain of Youth. Yo. Ja, ich muss jetzt mal überlegen, was haben wir denn die letzten Male so getrieben eigentlich? Ich habe eine klitzekleine Päuschen wieder hinter mir. Ich muss erstmal überlegen, was wir hier für Blödsinn gemacht haben. So, oh, Pfeile. Oh, Pfeile. Haben die jetzt... Wir müssen mal neue Pfeile machen, Leute. Die sind ja richtig kaputt, oder? Kann man die auch reparieren? Kann man die auch reparieren? Nein. Kann man nicht reparieren? Okay, dann würde ich sagen, auseinandernehmen. Bestätigen. Ach, kann man auch alle? So. Anscheinend kann man echt nur einmal einzeln. So, machen wir das. Ja, was machen wir denn heute? Seht ihr, ich wollte eigentlich Leben besorgt haben, offline. Habe ich nicht geschafft. Genau, das war's. Ich hab's nicht geschafft. Darum würde ich sagen, wir nehmen uns die Karre. Und würde ich sagen, wir machen das mal gemeinschaftlich oder so. Ja, wir gucken mal. Ah, ich bin ja tatsächlich... Ja, die sind ja auch fertig. So, machen wir bestätigen. Ich bin ja tatsächlich gewählt... Ich bin ja tatsächlich gewählt, erstmal doch nochmal zu dem Schiff zu fahren, weil mich das schon sehr interessiert hat. Also, sprich, was da jetzt so drin ist. Okay, zack, zack, zack. Ich glaube, waren das gelbe Blätter? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich wollte jetzt ja einmal kurz schnell reparieren. Hä? Ah, ich muss einfach, wie echt das ist. Ah, es sind schmale Blätter. Okay, schmale Blätter raus. Dann gucken wir erstmal, was wir brauchen. Hier brauchen wir... Ja, das können wir reparieren. Das geht... Oha. Oha, unser Dings hat sich zerlegt. Okay, das reparieren wir auch. Kommen wir ja auch noch hin. Mal sehen, herstellen. Was können wir da ein Leibchen noch wieder machen? Das sind schmale Blätter. Okay, gut. Reparieren. Erstmal alles reparieren. Die Schuhe waren auch schmale Blätter. Ich weiß gar nicht, der Gürtel. Was brauchte ich für den Gürtel eigentlich? Schmales Blatt und eine Lianenseil. Ich brauchte zwei davon, ne? Ein Gürtel hatten wir ja tatsächlich noch nicht. Zwei. Habe ich noch ein Lianenseil? Ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Doch, ein, eins. Ne, ist Liane. Bauen. Da bauen wir uns noch mal schnell noch was. Ich hoffe, dass ich da zwei rausbekomme. Okay, gut. Auf. Die haue ich da mal alle rüber. Da brauche ich eins, muss ich... Ach, so funktioniert das. Jetzt brauchte ich dafür. So, einmal schnell raus. Und dann gehen wir morgen früh einfach mal los. Nee. Dann gehen wir erstmal tauchen. Oh, tauchen. Ich habe ja immer gesagt, dass wir uns ja unter Wasser nicht verteidigen können. Aber mir ist aufgefallen, es gibt doch eine Harpune hier. Verdammt, hier ist doch jetzt nicht, hier kriege ich hier keine... Nix. Doch da, aber das ist ja ein bisschen wenig, ne?
Nee, ja, mach mal. Ja, also wie gesagt, das nimm dir auch mal mit rüber. Ernten. Ah, es wird ja auch gleich schon wieder dunkel. Trinken. Und schlafen müssen wir auch. Ich würde sagen, dass wir dann gleich einmal rausfahren. Also eine Harpune, genau. So, verdammt. Mensch. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das packen wir. Das geht da rein. Das geht da rein. Das behalten wir auch. Das ist Feuerstein. Ach, guck mal. Reparieren. Haben wir noch ein schmales Blatt. Werden wir ja wohl kriegen, oder? Das holen wir uns schnell von hinten. Ja, also ich weiß, es gibt ja eine Harpune. Herrgott, ich bin heute wieder total zerstreut. Ein paar Tage mal nicht hier am Spiel gewesen und schon geht nichts mehr. Damit sollten wir doch unter Wasser Dinge tun können, oder? So, hier war ja auch noch der Saft. Ah, sehr gut. Ernten. So. Also, was brauchte ich? Ich hatte ja das Seil. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel kriege ich da raus? Steht das hier? Kriege ich echt nur ein Seil raus? Ja, leider ja. Ah, es ist schade. Na gut, wir heben uns das auf. Aber lasst uns einmal kurz... Jetzt müsste ich das doch hier repariert bekommen. Und die Schuhe doch mit Sicherheit auch. Sehr gut. Das ziehen wir dann mal rüber. Ich weiß auch gar nicht, was der Gürtel macht. Aber das finden wir noch raus. So, wir gehen zurück. Wir können eigentlich auch aufs Boot gehen. Dann würde ich sagen, schlafen wir. Ne, wir gehen in die Höhle und schlafen da. Da können wir uns mal gucken, was die Harpune kostet. So, dann gucken wir auch noch mal, was wir gleich zu essen noch haben. Sprich, morgen früh. So. Wo war unser Bettchen? Da. Okay, dann schlaf mal. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Essen. Habe ich noch irgendwas in meiner Essenskiste? Ja. Essen. Okay, das war ein Ei. So, Wasser habe ich mit. Ich würde tatsächlich die Sachen erstmal hier lassen. So, dann schauen wir mal nach, was... Ich habe eine Harpune gesehen. Allerdings weiß ich nicht... Ach, verdammt. Hölzerne Harpune. Ah, okay. Ein langer Stick. Haben wir einen langen Stick noch? Ja, haben wir. Das heißt, ich lasse die Hölzer dann auch hier. So. Ein langer Stick. Machen wir mal eine Harpune. Ich bin gespannt, ob wir die unter Wasser nutzen können. Mach mal herstellen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Harpune, da wir im Moment keine Pfeile haben, die lasse ich dann jetzt auch erstmal. So. Wir trinken hier noch ein Schlöckchen. Ist alles ausgeschlürft, tatsächlich. Na gut. So, dann würde ich sagen, wir segeln einfach nochmal zum... Unser Fluss ist ja doch schon etwas angeschlagen. Unser Fluss. Tiefe Schiffsreparatur. Besser ist.
Wir wollen jetzt nicht ganz wieder so Hals über Kopf los, ne? Ihr kennt das ja. Genau, dann fahren wir jetzt noch mal zu dem Schiff. Ich weiß noch nicht, wo das mit der Tür ist. Wir schauen einmal. Da, 1, 2, glaube ich. Und was war das noch? War das Styx? Ich weiß es nicht mehr. Reparaturset. Schmale Blätter. Ah ja, gut. Schmale Blätter fehlen mal wieder. Und 10 Styx. Ah, die hole ich uns jetzt, die schmalen Blätter. So. Ja, würde ich sagen, ich hole die uns mal ganz schnell und dann sehen wir uns gleich auf dem Schiff wieder, ne? Jo, so, dann sind wir unterwegs. Ich habe uns ein Reparaturset gebaut. Wir wollen sehen, dass wir das Segelschiff bekommen. Mal sehen, was unser kleiner Sharky so sagt. Ob es tatsächlich diesmal geht mit dem Speer. Ich bin gespannt. Ich bin ja mal gespannt. So, ja, also ich weiß ja nicht, es hieß ja, das Tor unter dem Bogen, also die Tür unter dem Schiffsbogen oder Boden, wir lesen uns das gleich nochmal durch, dann gleich nochmal schauen. Ja, Segeln Level 3. Aber wir müssen das Ganze hier auch noch ein bisschen mehr aufwerten, hier unser alten Kahn. Aber ich bin schon neugierig auf das Boot, ne? Auf das Wrack. Ist ja auch genau das Richtige, um ein bisschen reinzukommen wieder. Ich glaube, eine Angel hatten wir ja auch leider noch nicht. Das müsste doch gleich da hinten, meine ich, irgendwo kommen. Wäre natürlich noch cool, wenn man hier ein bisschen mehr... ich dachte, das wäre ein Blatt. Schiffsgedöns, also erwecke ich mehr Segel, also halt Wind etc. Drin hat. So. Ist das da hinten? Ah, hier noch durch. Dann müsste das doch hier jetzt gleich irgendwie kommen, Mann. Da war es so weit raus. War das so weit raus? Ich bin echt gespannt. Also ich schätze mal, Fische kriegen wir damit. Haifische wage ich ja echt zu bezweifeln. Aber vielleicht können wir ihn abwehren. Vielleicht können wir ihn abwehren. So. Da ist die eine Insel. Da waren wir auch. Da hinten, genau. Ich fahre einfach mal so. Vielleicht sehen wir ja noch... Also einmal so rum um die Insel. Ich schau mal, ob ich dann... Vielleicht noch was... Ist auf dem Grund schwer zu sehen. Ich bin mal gespannt. Also, wenn ich nicht mal die Harpune, die Holzharpune mitnehmen kann, das wäre natürlich schon ein bisschen blöde, ne? Wenn ich nichts habe, um mich verteidigen zu können. Ah, wäre blöde. So. Ich sollte... Vielleicht hier auch mal eine Stunde schlafen, um das Bett als Spawnpunkt zu nehmen, ne? Ist vielleicht nicht so unsinnig. Außerdem sollte ich in der Kiste vielleicht auch ein paar Materialien essen. Also wirklich nur das, eigentlich brauche ich gar nichts mitnehmen. Bis auf die Waffen. Und die Klamotten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Klamotten spawnen. Ja, ich werde mich gleich mal abtaschen. Weil Wasser und sowas brauchen wir eh da unten nicht.
Dann werden wir uns das Ganze mal echt mal richtig angucken. Also, ob unser Kumpel hier wieder ist. Kumpel. Ja, weht, ich hasse Haifische. Und der Haifisch, der hat Zähne. Messi Mecker. Messer, Mackie, Mackie, Messer? Mackie, Mecker, ja, ja, genau. Okay. So. Dann würde ich mal sagen, das sind ja die Quallen. Dann lassen wir das hier. Das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Das. Wenn ich es brauchen sollte, kann ich es ja holen. Ach, schade. Ich dachte, ich hätte... Verdammt, ich dachte mal wieder. Er hat mal wieder gedacht. Ups. Er hat mal wieder gedacht. So. Kurz. Dann lasse ich den alten Speer, will ich auch noch hier lassen. Okay, dann gehen wir nochmal hier in C. Natürliche Erholung, Charakter. Was haben wir denn hier Neues? Achso, das war Segel. Gut. Nee, Tagebuch. Einsamer Fels. Ich glaube, hier war das, ne? Expedition. Ah, hier, Schlüssel zur Tür am Bogen des Schiffs. Ein Kupferschlüssel schließt die Tür am Bogen des Schiffs auf. Ja gut, es ist jetzt natürlich die Frage, dieses Schiff? So. Ich nehme jetzt mal den Speer. Achso, Moment, ich wollte hier einmal ganz kurz nur eine Stunde schlafen. Ich weiß nicht, ob ich so den... So, wo war das Schiff? Da... Da ist der Haifisch, okay. Okay, er packt diesmal den Speer tatsächlich nicht weg. Ich muss hier einmal hoch. Ah, da passt auf. Oh, ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch. Oh, Mistviech! Komm her. Kopf, Kopf, wir nehmen den Kampf auf. Kopf, wir nehmen den Kampf mit dem alten Haifisch auf. Ich habe das Gefühl, der Haifisch gewinnt. Ich will jetzt wissen... Wo wir rauskommen. Oh, 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 wie sieht's aus? Können wir ertrinken? Natürlich können wir ertrinken. Okay. Ich bin gespannt, wo wir jetzt fortfahren. Jawohl, sehr schön. Genau sowas habe ich mir vorgestellt. Und eigentlich... Oh. Gut, kann ich mit um? Kann ich mit um. Sehr gut. Ja, aber die Tür, Freunde... Die Tür, also Haltbarkeit des Speeres, ist natürlich eine Katastrophe. Ich kann den auch, so wie es aussieht, nicht reparieren. Ja, Schaden 2. Aber ihr habt gesehen, der Haifisch haut auch ab, ne? Aber die Tür? Nee. Hier anscheinend ja nicht. Ich gehe nochmal rein. Wir schauen nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber hier ist ja nichts. Dann muss das doch ein anderes Schiff sein. Ist wahrscheinlich... Gibt es auch noch ein anderes Schiff irgendwo... Hier rauf? Kommst du hier rauf? Also hier finde ich leider nichts.
Da ist unser Floß. Da geht es noch tiefer runter. Da ist der Kumpel. Forelli Forelle. Kann ich auch Fische fangen eigentlich? Schwer. Oh, nicht da rein. Ich gehe nochmal wieder hoch. Okay, ich guck mal von hier oben vielleicht. Also anscheinend hab ich... Nein, hier am Bug ist ja auch totaler Quatsch. Das ist Santiago auf jeden Fall. Am Bogen des Schiffs. Ein bisschen was abgrasen hier. Wo war unsere Forelle? Also ich kann leider hier nicht sehen. Muss ein anderes Schiff sein. Ich komme hier auch nirgendwo rein. Ich will nur mal sehen, ob ich... Ich würde ja gerne mal gucken, ob ich so... Okay, so scheint man keinen Fisch zu bekommen. Und hier ist auch nirgendwo eine Tür. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das Ding hier tatsächlich abgefrühstückt. Hau auf, du. Wo war unser... Ach, Mistkäfer. Wo ist er? Ja, nochmal zugeschnappt, die kleine... Kleine Forelle. Kleine Forelle ist gut. Wo ist mein unser Floß? Da hinten. Hau ab! 0, 1, 0. Ich habe gar nicht gesehen. Habt ihr gesehen, wie viel Energie das Viech also noch hat, das Leben? Was war das? Was war das denn? Okay, gut. Wir können ja noch mal... Ich öffne die Tür. Das... Vielleicht geht es ja auch noch nicht weiter. Guck mal, auch hier die Kissen. Die kann ich auch gar nicht verwenden. Gut. Ja, dann gehen wir, fahren wir zurück. Und dann gehen wir auf Tour und besorgen Lehm zusammen, weil, wie gesagt, ich schaff das nicht. Ich bekomme das nicht hin. Aber wir wissen jetzt ja aber auch, wo Lehm ist. Boah, da ist halt so, ne? Da müssen wir dann mal durch. Aber wir wissen jetzt zumindest, der Hai kann uns töten. Er landet immer im Spawn-Bereich hier. Also ich glaube, man muss tatsächlich einmal kurz da pennen, oder? Baue ein Dock, das habe ich auch noch nicht. Hm. Ich wollte einmal kurz reingucken. Insel der Hoffnung. Sagt mal, habe ich ein... Ich habe keine Dings mit, ne? Hier gab es ja keinen neuen Punkt, ne? Oder? Individuelle Markierung. Achso, das ist unser Wasser. Ja. Okay. Boah. Gut, weiter. Also, auf wie nach Hause. Ja, da haben wir halt mal ein bisschen einen kleinen Tauchgang gemacht. Haben unser Segel so ein bisschen verbessert. Wir sind einmal gestorben. Wie gesagt, in der in dem Schwierigkeitsgrad ist es auch egal, wie oft wir sterben. Haltbarkeit des Bootes ist auch okay. Nur aufpassen, dass ich hier wieder lande. Ich denke auch, ein Dock bauen, wenn wir ein Dock bauen, da wird ja eine Schnellreise freigeschaltet, aber ich schätze, das ist tatsächlich, wenn wir ja verschiedene Docks
haben. Also ich baue bei uns eins, dann baue ich woanders eins und zwischen den Docks kann man springen. Okay, hier müssen wir ja nachher hin. Okay, dann würde ich aber tatsächlich sagen, ich beende die Folge hier jetzt. Oder? Ach komm, ist egal. Wir fahren gemeinschaftlich hier in den Sonnenuntergang. Ich springe gleich noch einmal raus. Dann trinken wir gemeinschaftlich was. Und wir können ja auch noch mal gucken in der nächsten Folge, was wir brauchen, um das Boot um eins aufzuwerten. Nein. Machen wir später. Wir werden in der nächsten Folge unseren Kahn schnappen und werden mit dem Kahn losziehen und holen uns Ton. Ich meine, das war das. Wir holen zu gemeinschaftlich mit der Karre ein paar Mats. Hey, gibt's jetzt aber wieder ab. Und na, ich habe Wasser. Ah nee, kommt, wenn wir schon hier sind. Wenn wir schon hier sind. Aber mein Dattelsaftpalm-Dings ist doch da vorne. So. War doch hier, ne? Ja, ja, ja. Das Krokodil? Nein, das ist eine Palme-Dings. Eine Palmeblatt-Dingsbums. Ah, wir können ja so langsam. Gut, Haifisch habe ich jetzt gar kein, ups, gar kein Problem. Oh, seht mal, ich sehe das jetzt. Der Dattelpalmsaft macht auch Hunger weg, also Nahrung. Ist also Nahrung. Mein Gott. So. Okidoki. Oh, Rückwärtsgang. Vorwärts. Gleich sind wir da. Hoffe ich. Oh, oh, shit. Jetzt habe ich auch noch einen kleinen Ditcher gebracht. Ich glaube, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir hier nicht sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir in anderen Schwierigkeitsstufen wirkliches Segeln haben. Oder, also, dass das halt hier nur abgespeckt ist. So. Hier sind wir an unsere Heimat. Dann nehmen wir gleich unser, das Nötigste an Sachen auf. So, okay. Sagen, Moment, ich würde sagen, den Speer, der ist ja schon fast durch hier. Zerstören. Ja, komm, den können wir auch wieder zerstören, weil der ist fertig. Okidoki, dann nehmen wir auf jeden Fall das mit. Wir nehmen das mit. Das. Natürlich. Feuerstein, Axt, Leib. Nehmt mehr mit. Lassen wir drauf. Okay, gut. Ja, ich gehe dann schlafen und morgen früh bauen wir uns noch ein paar Pfeile und dann geht's los, ne? Also, in dem Sinne, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo, ihr kennt's. Und Feedback. Feedback, wenn... Sagt doch mal, spielt ihr das Spiel auch? Gefällt es euch auch? So wie es mir gefällt? Also, mir gefällt es sehr gut. Ja, und dann fahren wir morgen mal mit unserer Karre los. Also, sprich, für euch übermorgen. In-game morgen. Also, macht's gut. Ciao, euer Maruk.